Ja, die Wirtschaft hat auch in 2017 sehr viele politische Unsicherheiten zu verkraften. Im Jahre 2016 ist das gut gelungen und wir rechnen damit, dass auch in diesem Jahr eine Widerstandsfähigkeit der Konjunktur zu sehen sein wird, dass wir einen weiterhin moderaten Konjunkturaufschwung in den USA, aber auch in der Eurozone haben werden. Dazu trägt auch bei, dass die Schwäche der Schwellenländer, die wir im letzten Jahr zu sehen hatten, dass die sich aufgelöst hat und wir wieder deutliches Wachstum auch in Ländern wie China sehen. In dem Vortrag klang aber an, dass möglicherweise aus den Schwellenländern gewisse Gefahr droht. Stichwort Überhitzungsgefahr. Was sehen Sie da für Risiken? Ja, die Risiken in den Schwellenländern liegen in einem sehr, sehr dynamischen Wachstum und man kann mancherorts sagen exzessiven Wachstum der Kredite. Teilweise sind es Unternehmenskredite, teilweise sind es auch Kredite an Privathaushalte, Konsumenten, die sehr, sehr stark steigen, in vielen asiatischen Ländern insbesondere. Das wird im Jahr 2017 und vermutlich auch 2018 noch nicht zu einer großen Korrektur führen, aber die Schuldenniveaus, die wir dort sehen, sind jetzt schon sehr, sehr hoch auf kritischen Niveaus. Und deswegen muss man irgendwann mit einer Konsolidierung rechnen. Aber wie gesagt, in einer wachsenden Weltwirtschaft wird das noch nicht in diesem oder im nächsten Jahr stattfinden. Jetzt nach Amerika blicken, welche Risiken drohen da? Ja, in den Vereinigten Staaten von Amerika ist das größte Risiko, auch für die Amerikaner selbst, der Protektionismus. Das sind schwierige Maßnahmen, die da in der Administration diskutiert werden. Protektionismus gerät leicht außer Kontrolle, weil Maßnahmen einzelner Länder, etwa gegenüber der USA, gegenüber Mexiko oder China, Reaktionen hervorrufen, Protektionismus der Handelspartner hervorrufen, dann schaukeln sich die Dinge auf. Das wäre ein sehr negatives Szenario, würde Millionen von Jobs kosten, in der Weltwirtschaft, aber auch in den USA selbst. Jetzt können wir alle nicht in die Glaskugel schauen, aber vielleicht trotzdem ein kleiner Blick. Was rechnen Sie, wie lange bleiben die Zinsen niedrig? Ich denke, wir haben den Tiefpunkt der Zinsen gesehen, der liegt hinter uns. Wir werden in diesem Jahr weiter leicht nach oben marschieren, was das Zinsniveau angeht, die Kapitalmarktrenditen, allein weil die Inflation sich wieder normalisiert und etwas höhere Preissteigerungen zu verzeichnen sind. Man muss damit rechnen, dass die deutsche 10-Jahres-Rendite am Jahresende möglicherweise bei 1,0 liegt, dann im Jahr 2018 weiter ansteigt. Das ist nicht dramatisch und es wird einigermaßen gedeckelt bleiben durch die Politik der Zentralbanken, die größere Zinssteigerungen im Moment noch nicht begrüßen würden und auch Wege finden werden, sie zu verhindern. Was bedeutet denn diese relativ unübersichtliche Gemengelage für die Versicherer bzw. für deren Asset Manager? Oder anders gefragt, was tut die Allianz, um da Stabilität reinzubekommen? Ja, die Anlagestrategie der Versicherung und unseres Unternehmens war sehr, sehr konservativ. Man hat eben das Sicherheitsniveau ausgebaut im Portfolio. Man hat die Laufzeit der Anlagen deutlich erhöht, um damit auch Kapital freizusetzen. Das sind Dinge, die mit dem niedrigen Zinsniveau zusammenhängen. Das niedrige Zinsniveau ist eine Herausforderung und erhöht die Verpflichtungen, die Versicherer aus ihren Lebensversicherungs- und anderen Verträgen haben. Deswegen muss man dann mehr Kapital haben. Und das ist, sagen wir mal, der übergreifende Parameter aller Anlageentscheidungen. Wer viel Kapital hat, der kann allerdings dann auch in reale Werte investieren oder alternative Werte, wie wir sie nennen. Auch das hat die Allianz in den vergangenen Jahren umfangreich getan.